Hallihallo, Hallöchen! Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Die erste Frage war, könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Also falls ja, dann schreibt mal in den Chat. Ich muss heute ganz blöd nach links gucken, weil ich ja auch eine Kamera von oben heute dran habe. Deswegen gucken wir mal. Ich mache jetzt erstmal hier meinen Chat größer. Hab mich letztes Mal noch so über Sandra lustig gemacht. Gern, jetzt sehe ich selber nichts. So, einen Blick. Ich habe schon ganz viele im Chat gesehen. Wo mache ich das jetzt hier? Öffnen in. Blöd. Ah, läuft alles. Dankeschön, liebe Chris. Ich kann meinen Chat nicht öffnen. Moment, Leute, ich hab's gleich. Näht ihr alle mit oder nicht? Ich bin schon ziemlich gespannt, wer so mitnäht. Ich habe vorhin schon gesehen, Schnüdeltüt näht auf jeden Fall mit. So. Gut, dann erstmal hallo Margot, dann die Netti hatte ich schon gesehen, Rebecca, Svenja, Namira, alle da. Die Ellie habe ich noch vorhin gesehen, Flotte Biene, Andrea. Ich bin mal gespannt, was es heute wird. Das war ja alles sehr spontan. Gestern habe ich gemerkt, weil mein Sohn beide Hosen, ich glaube, zu beiden gibt es auch ein Video, an der gleichen Stelle ein Loch reingesemmelt hat. Und ich gemerkt habe, der hat nur so feste Hosen, wisst ihr? Also so Jeans und Cord, also so steife Hosen. Und ich mag es halt dem sehr, sehr gerne, solche gemütlichen anzuziehen. Ich dachte, ich brauche neue Hosen für ihn. Und warum könnte ich das nicht am besten mit euch machen? Ich mogel auch ein bisschen, ich cheate, weil falls ich was im Chat vergesse, kriege ich das gesagt. Hoffentlich, bis jetzt noch nicht, ich muss mal gucken. Also ich gebe heute mein Bestes, alles unter den Hut zu bekommen, mir zu überlegen, welche Hosen ich nähe, welche Schnittmuster, welche Stoffe, auf den Chat zu achten. Ich denke nicht, dass ich es heute schon schaffen werde zu nähen, aber wer weiß. So, gut. Ich, liebe Mina, ich speichere das auf jeden Fall ab. So, genau. Knossi, was? Du musst da Prioritäten setzen. Hier gibt es guten Content. Und ich sehe gerade, um meine Kamera tümmeln sich gerade 4 Fliegen. Ah, Landleben ist schon toll, aber ich sag mal, Fliegen und mückentechnisch nicht so sehr. Ich wurde auch, gestern habe ich das Zimmer verlassen, weil ich die ganze Zeit von einer Mücke gestochen wurde, gestern Nacht. So, Regenwetter, ja. Bei uns auch. Die Hühner sind drinnen. Ah, ah. Gut, die Ines ist auch da, hi. Margot, ich bin die Tanja. Oder ist die Sandra auch im Chat? Sandra, bist du hier? Bist du hier? Die geht ja am Montag live. Ich habe auch gerade schon, ach hier, die Sandra. Oben drüber, ich sehe es. Sandra geht morgen live, morgen um 18 Uhr. Da testet sie mit euch ein paar Bügelbilder. Und je nachdem, wie weit wir hier kommen und so weiter, gehe ich vielleicht morgen nach Sandra live. Dann hätte der einen exorbitant langen Abend. Gut. Ich würde sagen, Sandra, du kannst mir auch eine WhatsApp schreiben, wenn ich hier irgendwas vertüddel, ne? Dann schreib mir. Ich würde sagen, wir legen mal los. Ich habe mal noch nichts rausgelegt, nur ein paar Sachen, wo ich vielleicht benutzen möchte. Also wie schon gesagt, die 2 Hosen muss ich auf jeden Fall reparieren. Und dazu gibt es auch jedes Mal ein Video. Das hier ist die Kashilek, mein absolutes Lieblingsschnittmuster. Davon gibt es eine Nähanleitung. Und ein Video, was schaffe ich in einer Woche zu nähen, glaube ich, oder was schaffe ich aus 1 Meter Stoff zu nähen. Da habe ich die genäht. Und das hier ist die Liebstes Pumphose. Und die gibt es in dem Video Pimp My Pumphose. Und wie ihr seht, die ist schon ordentlich schmutzig. Die muss ich erst waschen, aber gut. Danke, liebe Chris. Danke, danke, danke schön. Und dann habe ich mir ansonsten, ich hole es mal einen Moment. Ich habe da mal was vorbereitet. Nee, ehrlich gesagt nicht. So. Hier habe ich Sachen, die ich benutzen möchte. Normalerweise nähe ich die Hosen immer ziemlich bunt, aber dadurch, dass ich die Oberteile meistens jetzt nicht mehr passend dazu mache, passt das irgendwie nicht mehr so gut ineinander. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschlossen, dass ich die Hosen eher schlicht und uni nähen möchte. Und da habe ich zum einen hier so ein
ja, normalen, ganz, ganz leichten Jersey. Also ich würde sagen, das ist ziemlich durchsichtig. Moment, ich schalte mal. Danke, liebe Monique. Testen wir gleich mal. Ich nehme die Nummer 2. Muss mal gucken, ob es funktioniert. Yes. Und jetzt machen wir nochmal Bild. Na, läuft doch langsam hier. So, also ich habe jetzt hier zum einen so einen ganz leichten Jersey. Könnt ihr das erkennen? Der ist wirklich ziemlich durchsichtig. Den möchte ich noch benutzen als lange Hose für den Sommer. Dann habe ich jetzt gerade noch mal ins Stofffach gegriffen. Das hier ist ein Strickware. Ich habe keine Ahnung, woher ich den habe. Ich glaube, das war einer der ersten Stoffe, die ich mir gekauft habe. Daraus kann man bestimmt auch ganz coole Hose machen. Ich möchte nicht, dass es nach Schlafanzug aussieht. Ich möchte es aber auch ultra bequem haben. Also, ja, das ist immer so eine Sache. Dann das hier ist ein Stoff, den habe ich eigentlich für mich gekauft. Kennt ihr noch so die Hosen früher aus den 90ern? Diese Hüfthosen, die immer so ein bisschen stretchy waren und wie Anzug ausgesehen haben? So ein Stoff ist das. Das ist ein, oh, was ist denn das für ein? Ich weiß es gar nicht. Ist auf jeden Fall dehnbar. Ja, nicht wie eine Anzugshose, so ein, wisst ihr, was ich meine? Ja, den habe ich von der Frau Sonntag, muss ich mal nachfragen, was das für einer ist. Den möchte ich auf jeden Fall benutzen. Ich glaube, der ist ganz cool für eine Leggings, ohne dass es dann so richtig nach Leggings aussieht, sondern einfach noch ein bisschen mehr Glanz hat. Und dann habe ich ganz viele Klamotten gefunden. Moment. Ach, mein Schnittmuster. Es kommt ein Schnittmuster an. Yay. Ich habe mir nämlich heute noch ein Schnittmuster besorgt, was ich ausprobieren möchte. Kann ich euch gleich mal zeigen. Ist es jetzt spiegelverkehrt bei euch? Das ist die Lazy Pants. Und die möchte ich heute mal ausprobieren. So, wo habe ich denn das andere Chatfenster? Chat wiederherstellen. Ach, ich sag's euch, es läuft heute nicht so ganz optimal. So. Wie merke ich mir, welchen Stoff ich wo gekauft habe? Das ist purer Zufall. Also manchmal weiß ich es. Aber jetzt wie zum Beispiel den hier. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte sein, dass Elfles Niedle war, aber ich bin mir nicht sicher. Den hier habe ich aus dem T-Docs, weil, das weiß ich, weil dazu habe ich nämlich so einen Batman-Lizenzstoff. Den darf ich hier nicht zeigen. Daraus muss ich ein Oberteil machen. Deswegen weiß ich, habe ich den dazu schnell gekauft gehabt. Und den hier Frau Sonntag, weil die mich halt beraten hat. Das ist so ein Sonderstoff und den würde ich mir nie online kaufen, bevor ich nicht angetätschelt habe. Deswegen weiß ich, war es die Stoffdealerin vor Ort. Genau. Ach, man kann es richtig. Dankeschön, liebe Monique. Ach, die Irene ist auch da. Hast noch nichts verpasst weiter. Ich gehe mal wieder nach oben auf die Kamera. So. Und hier sind nämlich Sachen, die ich aussortiert habe. Ich habe hier eine ganze Tüte rumliegen und dachte, aus den Stoffen könnte ich jetzt mal was machen. Hier könnte ich vielleicht ein T-Shirt noch draus machen, in kleinerer Form. Weil Baby Inside, das brauche ich nicht mehr. So, dann habe ich hier noch so ein ganz altes, ich glaube, oh Gott, das habe ich mit Anfang 20, habe ich mir das gekauft. Eine ganz alte Bluse. Und hier mit den Knopfleisten und mit dem hier unten könnte ich vielleicht ganz einfach ein Oberteil für meinen Sohn draus machen. Ein kleines Hemd. Was haben wir noch? Oh, Caramero, vielen lieben Dank. Wäsche zusammenlegen. Oh, ich habe auch noch 3 Sachen. Und das hier ziehe ich irgendwie leider nicht mehr an. Das war so von Yoga, so eine Yoga-Wellness-Fleece-Jacke. Und dazu habe ich auch die passende Hose. Die ist total schön und der Stoff ist total schön, aber ich ziehe sie nicht mehr an. Also will ich was Neues draus machen. Ich nähe jetzt, das ist schwierig zu sagen, der ist super duper schmal. Das heißt eigentlich 104 in der Breite und 110 in der Länge. Ich muss mal gucken, es ist auch so von Schnittmuster zu Schnittmuster unterschiedlich. Die Kaschilek werde ich jetzt in 110 nähen. Und alle anderen muss ich mal gucken, je nachdem, ob ich es schon mal genäht habe oder nicht, wie es ausfällt, schaue ich dann mal in den Größentabellen. Genau, also, das hier möchte ich noch verwerten. Dann hier auch so ein, ich weiß auch nicht, kennt ihr das noch so aus den 20ern? Dazu hat man so einen fetten Gürtel hier getragen und eine Leggings dazu. Das mache ich jetzt nicht mehr. Daraus will ich auch was nähen. Ciao, Sandra! Daraus will ich auch was nähen und dann habe ich hier eine Jogginghose, die mir einfach zu groß geworden ist, aber daraus lässt sich doch bestimmt noch eine kleinere Jogginghose machen. So, der ambitionierte Plan,
ihr kennt's vom Nähen. Wer weiß, was man da so schafft. Deswegen, ach, einen Stoff habe ich noch, was ich auch unbedingt noch vernähen möchte als Hose. Den habe ich von NH-Stoffe. Und zwar den, hieß es Waffel-Jersey, glaube ich. Den liebe ich da draus. Habe ich ja schon ziemlich viele Pullis genäht. Aber jetzt auch für mein Patenkind hatte ich eine kleine Pumphose draus genäht. Und ich fand es so schön, dass ich daraus auf jeden Fall auch noch eine Hose nähen werde. Ich muss mal gucken, wie viel Reste. Das könnte auf jeden Fall noch eine Hose werden. So, dann haben wir die Farbe schon entschieden. Dann wird es Khaki. Die möchte ich auch. So, habe ich irgendwas verpasst? Du hast auch so einen Schmalhans. Ja, das Ding ist, mein Kleiner, der ist kein Schmalhans. Das heißt, was der vererbt, mein Großer, ist meistens immer zu eng für den. Oder die können es quasi zeitgleich anziehen. Also, hallo Jenny, schön, dass du es mal zum Live geschafft hast. Gut, so, Stoffe sind gewählt. Und Schnittmuster muss ich jetzt mal gucken. Ich befürchte, ich muss alle neu ausdrucken und neu kleben, da ich die Größe noch nicht habe. Wir schauen mal zusammen, was wir schon da haben. Oh, ich wünschte, ich würde Jacken nähen, denn da ist das Schnittmuster hier richtig gut geführt. Das hier nicht. Ich gehe mal wieder hoch. Zack. Also, mal schauen, ob ihr das seht. Einen Moment. Yes. Okay. Gut, ich habe nämlich hier so Mappen. Ich habe das auch schon mal in einem Video gezeigt, wie ich meine Schnittmuster sortiere. Und ihr seht es hier vorne, das ist noch ganz vorbildlich. Hier hinten nicht mehr so, aber naja, I do my very best. Die hier will ich auf jeden Fall nochmal nähen. Die Knickerbocker einfältig. Ich glaube, die habe ich noch in keinem Video oder so gezeigt. Die gibt es als Freebook, aber leider nur in den Größen 86, 92 und 98, 104. Leider, leider. Das heißt, ich werde mir die ein bisschen vergrößern müssen. Aber die nähe ich einfach super duper gerne. Die sieht ultra süß aus und ist richtig bequem. So, die nehmen wir uns mal raus. Das müssen wir dann einfach noch ein bisschen anpassen und vergrößern. Beziehungsweise in dem Fall muss ich sogar nur verlängern, weil von der Breite her passt es noch perfekt. Liebstes Pumphose, naja, auf jeden Fall. Ihr seht schon, ich habe die eigentlich in fast allen Größen. Und ich habe die auch schon in 110. Das ist übrigens auch oft, also sehr oft, echt eine Entscheidung, was ich nähe. Habe ich schon in der richtigen Größe als Schnittmuster fertig oder nicht? Manchmal denke ich, oh, jetzt willst du das Oberteil nähen. Ich habe aber ein anderes genau perfekt in der Größe schon zugeschnitten, dann wird es das andere. Jetzt bin ich da die Einzige. So, wo gibt es die Mappen? Die Mappen hatte ich aus dem Teddy, die gibt es da aber nicht mehr. Und ich habe unten, wenn du mal unten in die Infobox schaust, da steht meine Materialien. Und dann kommst du zu meiner Amazon-Ideenlistenseite. Also da gibt es was für Nähhelfer und so weiter und so fort. Und da gibt es einen Reiter, der ist ganz neu, der heißt Nähzimmer oder Nähzimmerordnung. Und da findest du auch solche Mappen. Genau, ich habe mir jetzt heute noch, ach, das zeige ich euch auch gleich, wenn ihr schon hier seid. Wenn ihr schon dran seid, zeige ich euch alles. Ich habe mir jetzt so Mappen bestellt. Die habe ich euch auch schon reingesetzt für, ja, hier ist so Sammel-Pokémon-Karten. Ihr wisst schon, was ich meine. Da habe ich mir jetzt Mappen bestellt. Da möchte ich meine Labels einordnen. Und ich gehe mal hier hin. Ich habe jetzt meine Bügelbilder, weil es doch echt ein paar viele waren, habe ich jetzt aus meinem Turm in so eine Mappe einsortiert, damit ich das alles ein bisschen besser im Überblick habe. Ich blätter das mal mit euch durch. Und dann habe ich hier hinten, hier zum Beispiel, das würde ja rumflattern, also habe ich einfach, entweder haben die meisten Teile ja schon so einen Kleber hinten dran, oder ich habe es halt mit Tesafilm kurz dran gemacht. So, und jetzt habe ich alle meine Sachen schön übersichtlich hier drin. Und das hier sind Patches und das hier ist so, ihr seht schon, so ein Transferpapier. Genau, so sortiere ich meine Bügelbilder, meine Labels sortiere ich bald, wenn die Mappen angekommen sind. Habe ich euch schon gesagt, auch alles unten verlinkt. So, was habe ich noch?
Weißt du, wer du? Monique, ja, ist Katzenbügelbild, super süß, ne? Genau, wie ein Sticker-Album. Daran hat es mich auch erinnert. Und an, kennt ihr noch diese Dittelsammelmappen, ne? Daran hat es mich erinnert, wenn du da so durchblätterst. Gut, wir nehmen die Liebstes in 110. Ich falte mir die hier immer so zusammen und normalerweise bei der jetzt nicht mehr. Hier schreibe ich mir das mit einem Post-it drauf oder ich falte es dann gleich ganz anders, dass ich die Größe dann schon sehe. 50, 56. So. Dann, halt, was mache ich denn? Die nähen wir. Was nähen wir noch? Das ist eine unterteilte, aber die gibt es als Freebook nur bis zu 62. Kurze Hosen brauchen wir leider nicht mehr. Was habe ich hier? Gemütliche Strandelhose brauchen wir auch nicht. Sommershorts brauchen wir auch nicht. Leggings, ah, die Chino-Hose. Oh, die habe ich nur in 98 hier als größtes. Ah, Mist. Da muss ich mir nochmal das Buch holen, die Chino-Hose. Die war in Cool Kids, alles Jersey Cool Kids oder so. Und die war richtig gut. Ich hatte mir das mal, ich leih mir sehr viel in Büchereien aus und schaue dann erstmal, was gibt es da so an Schnittmuster, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Nehme mal so ein Teil Probe draus, wie die Passform ist. Und dann kaufe ich mir das Buch. Und von dem war ich richtig begeistert. Ich muss es mir noch kaufen. Und da hatte ich mir eben die Chino-Hose als Beispiel rausgenommen und habe es mir in Größe 98 abgepaust. Jetzt brauche ich es in Größe größer. Die Chino-Hose mache ich aus Jersey. Hatte ich die aus Jersey gemacht? Ja. Und Stefanie, sehr gute Idee mit dem Bügelbildsammelalbum für Näherin und Näher. Sandra und ich haben da tatsächlich schon was anderes in Planung, was es für Nädels gibt. Aber wir brauchen mehr Zeit. Gut. Ach, du hast dir die Kaschilex zugeschnitten. Ja, die werde ich mir auch dann gleich noch zuschneiden. Ich weiß auch nicht, in was ich es mache. Ich werde es aber nicht in Jersey machen, die Kaschilex, sondern in irgendwas anderem. Ich weiß noch nicht was. Ich muss mich noch entscheiden. Ach, das ist immer so. Kaschilex. Nein! Ich muss sie mir neu als Schnittmuster zuschneiden. Ne? Also das muss ich mir aufschreiben. Einen Moment. Ach, neue Ordnung. Ich sag's euch, bis man das mal hat. Zack. So. Ich bin jetzt übrigens fast fertig mit der Nähzimmerordnung. So. Das schreibe ich mir mal auf, was ich mir noch zuschneiden muss. Also die Kaschilex in 110 brauche ich die definitiv. Die Matschhose haben wir genügend. Die haben wir auch. Ach, die Speckbein-Joggers, die habe ich genäht in... In welchem Video war das? Pumphose, Pimp My Pumphose, habe ich die Speckbein-Joggers und ich fand das Schnittmuster nicht ganz so gut. Es hat nicht so gut gesessen, vor allem oben der Bund, der war ziemlich weit und auch unten die Füßchen. Also das war fast so groß wie die Hose an sich. Wisst ihr, wie ich meine? Das hat gar nicht so zusammengehalten. Also. Und da schwärmt irgendwie jeder so davon, von dem Schnittmuster. Also war noch nicht ganz so mein Favorite. So, sehe ich natürlich nicht, was das hier ist. Ach, die kleine Büchs. Nee, die auch nicht. Alles Jersey, was ist das? Kinderkleidung. Die Pumphose, nee, habe ich auch. Softshellhose brauche ich nicht. Gut. Das wär's. Ich schaue mal hier ein bisschen. Liebstes kommt aus meiner Hood Lüneburg. Ah, sehr schön. Die sind auch am Stichtag vertreten. Ich weiß noch nicht, ob sie persönlich vorbeikommen oder nicht. Was haben wir noch? Ob die Chino habe ich schon beantwortet. Aus welchem Stoff mache ich die Lazy Pants? Die Lazy Pants, ich habe noch nicht in die Anleitung reingeschaut. Oh, Fliegen, sorry. Aus welchem Stoff man die machen soll. Hat es jemand zu Hause, die Lazy Pants? Aber ich denke, die könnte ich mir vorstellen, dass ich die entweder upcycle aus diesem hier. Könnte ich mir vorstellen. Oder dass ich die Lazy Pants sogar aus dem Waffel-Jersey mache. Gut. Ob die Kaschelink sehr eng ist? Ich würde sagen, ja. Die sitzt schon gut an den Beinen an. Also bei meinem Kleinen, der ja
Also für meinen Großen passt es perfekt, weil der halt ein super Schmalhals ist. Und für den Kleinen mache ich es immer so, dass ich die Breite von der nächsten Größe nehme und die Länge von der, die er eigentlich braucht. Also die sitzt schon eher eng an. Und je nachdem, was du für ein Jersey hast, wenn der nicht so super dehnbar ist, dann würde ich auf jeden Fall eine Nummer größer nähen und halt auf die eigentliche Größe kürzen. Wann kommt eigentlich der Anbau mit dem Nähraum? Der kommt in 16 Tagen wird angefangen, der Erdaushub zu machen. Und dann kommt der Rohbau und dann der Innenausbau. Also ich befürchte nächstes Jahr. Aber anfangen in 2 Wochen. Noch vorm Stichtag. Es wird nicht langweilig hier. Gut. Ach, unten drunter, genau. Im August. Speckbeinjogger hast auch rauf und drunter. Den Bauchbündchen habe ich mir immer angepasst. Ja, also das war auch mein Problem und ich hatte die Erfahrung nicht. Und es war einfach wirklich viel zu weit. Und wie schon gesagt, auch unten die Beinbündchen, die fand ich auch viel zu weit. Aber wenn man es weiß, kann man es natürlich anpassen. Gut. Was haben wir noch? Die Speckbeinjogger. Ich hatte vorhin meine Schnittmuster durchgeschaut und irgendeine gibt es tatsächlich auch in Erwachsenengröße. Aber war es die Speckbeinjogger? Ich muss gleich nochmal gucken. Weiß ich nicht. Was haben wir noch? Die Mutti-Jogger, genau. Hier schreibt die liebe Sue, schreibt, die Speckbein ist für Erwachsene die Mutti-Jogger. Schnude, warum traust du dich nicht dran ans Klamottennähen? Ist viel einfacher als Taschen. Musst nicht ganz so viel denken dabei. Und liebe Christina, ja, ich mache dann wieder einen Bauflock. Also ich habe auch jetzt schon richtig, richtig viel mitgeflockt. Es ist so viel passiert hier. Also Toilette haben wir jetzt fertig. Die Küche wurde angefangen. Ich habe auch gefilmt, wie wir beim Schreiner quasi waren. Ah, fliegen. Den Umzug. Wir sind über 40 Tonnen umgezogen. Ich habe echt viel mitgefilmt seit über 3 Wochen. Ich müsste es jetzt nur mal schneiden. Das ist das Problem. Also ja, aber es ist geplant, dass ich auch den Anbau wieder mitfilme, weil ja echt viele Fragen da aufkommen. Wir auch behördliche Sachen, ne, was wir jetzt schon alles machen mussten. Wir haben ja auch noch eine Förderung quasi mit dazu, so eine Dorferneuerungsförderung. Also das sind schon ein paar interessante Sachen, glaube ich, mit dabei. Gut. Genau, Renate, du sagst, das einfach machen könnte gut werden. Also vielleicht nimmst du es hier zum Anlass. Ich nähe so eine Kaschi-Leg. Die ist super easy, wenn du irgendwelche Kinder in deinem Umfeld hast, dann kannst du die auf jeden Fall mitnehmen. Du brauchst auch gar nicht viel Stoff. Oder eine Pumphose. Eine Pumphose geht auch immer. Ist der beste Start ins Klamottennähen ist eigentlich so eine Pumphose. Oder die Leggings, da musst du noch nicht mal Bündchen nähen. Was mache ich jetzt? Schneide ich jetzt das Schnittmuster zu? Was brauche ich denn hier? 100. 410. Hat jemand die Lazy Pants schon mal genäht? Wie fällt denn die aus? Ich weiß es gar nicht. Die Schnittmuster sind groß. Ich habe große Größe. Das macht nichts. Da brauchst du einfach nur ein bisschen mehr Zeit zum Kleben bei großen Größen. Ich muss auch sagen, ich möchte jetzt, ich habe mir ganz viel bei Makerist bestellt. Schnittmuster, wie sie diesen 2-Euro-Sale hatten. Und für Erwachsene nähe ich jetzt ja auch langsam. Also ich möchte für mich Hosen und T-Shirts und Kleider. Und wenn ich da so ein Schnittmuster, oh, dann siehst du halt immer so 50 Seiten und denkst, nee, nee, jetzt klebe ich keine 50 Seiten. Und ja, ich habe mir jetzt überlegt, ich mache das beim Plot, nee, was war das? Plot irgendwas. Es gab zwei Firmen und die eine fand ich aber richtig teuer. Und jetzt habe ich noch eine zweite, die ich ausprobiert habe. Das heißt, ich schicke das alles einmal ein, meine Dateien, und kriege das dann in einer großen A0-Datei zugeschickt. Und jetzt habe ich bei manchen Schnittmustern schon gemerkt, dass ich mich total geärgert habe, weil das hätten sie ganz locker noch mit auf die eine Seite mitpacken können. Jetzt muss ich aber zwei A0-Dateien ausdrucken, weil die das blöd angeordnet haben. Wisst ihr, was ich meine? Und dann zeige ich zweimal die A0-Seiten. Plot Plus. Ja, ich glaube, das könnte es gewesen sein. Ja. Knickerbu von Rosa Rosa. Ah, Rosa Rosa finde ich auch schön. Die hatten eine schöne. Wie heißt das von Rosa Rosa? Das ist eine Weste, eine Jacke, die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal. Das ist ein ganz bekanntes Schnittmuster und gibt es dann auch quasi für Jungs. Fällt mir nicht ein. Muss ich da mal gucken. Gut. Ploppen lassen ist toll. Genau. Nadine, du hast mir das auch schon öfter gesagt. Ich fange mal an. Mit was fange ich denn an? Ich bin heute so orientierungslos, ich sag's euch. Mit was soll ich denn anfangen? Was haben wir denn hier? Die Knickerbocker, da habe ich noch keinen Stoff dafür. Ach, dann fangen wir auch mit der Pumphose an. Pumphose geht immer
fliegen. Und aus was mache ich die Pumphose diesmal? So, guckt mal. Hier haben wir einmal die Lipstick-Pumphose. Die Pumphose könnte ich natürlich auch gut aus dem Stoff machen. Ne? Könnte ich das hier oben sogar vielleicht sogar schon als Bündchen nehmen. Ah, was würdet ihr die Pumphose machen? Aus gar nichts. Ihr sagt es nicht. Schauen wir mal, was wir hier haben. Oder ich mache das aus diesem Strickstoff. Das könnte ich mir auch cool vorstellen. Da habe ich auf jeden Fall genügend da. Sieht das gut aus, so eine Pumphose aus so einem Strick? Ja, oder? Gut. Ich habe entschieden, die Pumphose wird aus dem hier. Dann brauche ich nur noch ein passendes Bündchen dazu, oder? Ich mache das Bündchen aus dem Stoff. Ich schaue mal, ob ich ein passendes da habe. Wahrscheinlich, der Klassiker natürlich nicht, ne? Würdet ihr dunkleres Grau oder helleres Grau? Oh, was nehmen wir denn da? Oder eine ganz andere Farbe? So, schaut mal. Das ist mein Strickstoff. Das passt gar nicht. Das ist viel zu bläulich, sehe ich gerade in dem Licht. Das hier ist eigentlich viel zu hell. Hahaha. Aber das ist zu bläulich. Sind wir uns da einig? Ich gucke mal weiter. Da hat man 1221 verschiedene Bündchen, aber natürlich nicht die passende Farbe. Ist klar. Also Sabrina sagt schon keins von beiden, finde ich auch, bin ich überzeugt. Entweder mache ich jetzt die Pumphose aus was anderem oder ich mache das Bündchen auch aus dem Stoff. Welchen Stoff brauche ich denn hier? Gucken wir mal. Legen wir das andere erstmal weg. Zack, zack. Ihr seht schon, ne? Das Chaos fängt schon an beim Nähen. Ich räume immer, bevor ich das Nähen anfange, räume ich auf. So. Ach, rot oder grün findest du auch gut zum Grau. Das Ding ist, ich habe ja, wie schon gesagt, immer super bunte Oberteile. Und deswegen versuche ich, Öni zu bleiben mit den Hosen, damit die nicht so auffallen, damit ich es krachen lassen kann beim Oberteil. Hm. Oh. Danke, liebe Netty. Tschüss, Leute, so bis bald. aus dem gleichen Stoff. Kennt ihr das? Also das Nähen an sich dauert ja nicht so lange. Aber bis man den Stoff gefunden hat und was man alles dazu machen will, dauert so gefühlt 3 Stunden. Also so ist es immer bei mir. Jetzt schauen wir mal. Jetzt gebe ich den erstmal doppelt und gucke, ob ich genügend fürs Bündchen übrig habe. Aber ich denke schon. So. Falls ich Fragen überlese, sagt mir das gerne, gell? Oh, hier, da habe ich sogar schon was draus genäht. Kann ich gar nicht mehr dran erinnern. Das passt schon mal. Und dann habe ich auch noch genügend fürs Bündchen. Yes. Oder? Was haben wir denn mal? Die Lisa mag auch Pumpen aus neutralen Unistoffen. Schnitten, Herzchen kann man auch Schnittmuster anpassen vor dem Drucken lassen. Ah, okay. Schwarzes Bündchen, auch nicht schlecht. Schnude, du hast eine Overlock. Du hast noch nie Klamotten genäht, aber hast eine Overlock. Das musst du mir jetzt mal bitte erklären, wie du dazu kommst. Ja, Andrea, sehr gute Frage, ob ich die Stoffe schon vorgewaschen habe. Ja, ich kenne mich, wenn ich Stoffe kaufe, fliegen die bei mir, ich komme vom Einkaufen heim und eigentlich immer direkt in die Waschmaschine, weil wenn ich anfangen will zu nähen, dann möchte ich anfangen zu nähen und da habe ich keine Lust, den Stoff noch vorher vorzuwaschen. Und ich weiß, ich kenne mich, wenn er nicht vorgewaschen werde, dann würde ich trotzdem einfach nähen. Also sind sie immer vorgewaschen bei mir, bevor sie im Stoffregal landen. Und wenn ich ehrlich bin, die meisten schmeiße ich auch danach im Trocknen.
Ja, Monique, du hast gesagt, es dauert. Gut. Svenja wäscht nie vor. Ich habe das jetzt nicht gelesen und nicht gehört. Wollen wir schon gleich zuschneiden oder soll ich erst alle Stoffe aussuchen? Was machen wir? Die Fliegen! Ah! Ich brauche Tipps gegen Fliegen am Landleben hier. Komposte. Auf jeden Fall mit Taschen. Was war denn hier? Deine Schwiegermama wollte dir eine Freude machen und hat mir eine geschenkt. Und dann mach dir eine Freude und näh was damit. Es macht so Spaß, Klamotten zu nähen. Schnittmuster wählen, drucken, ausschneiden, 90 Minuten Stoffbügeln zuschneiden und Teile verbreiten. 60 Minuten. Werbung? Jetzt dazwischen, meint ihr? Ines hat auch Stoff für Kinderkleidung in den Trockner geworfen. Ja, genau. Das ist nämlich auch das, warum ich den Stoff in den Trockner schmeiße, nachdem ich ihn gewaschen habe. Weil wenn ich die Teile da habe, dann landen die bei mir eh im Trockner. Und deswegen mache ich es lieber gleich davor mit dem Stoff. War es wenigstens eine schöne Werbung. Gut. So, ich schneide jetzt mal direkt zu. Brauchen wir die große Schneidematte. Was man immer nicht so sieht, wenn man YouTube-Videos macht, wie lange das dauert, immer umzumodeln. Von A nach B nach C. Das heißt, wenn ich einfach mal nur für mich nähe, dann muss es ja nicht immer außenrum aufgeräumt sein. Ich kann einfach hier machen, zur Nähmaschine gehen, wieder hier hingehen. Und wenn ich ein Video mache, dann muss ich ja hier schauen, schauen der Kamera, passt alles, seht ihr alles. Und dann macht man das ja auch so und man näht auch, wenn man näht, ne, irgendwie so. Also mit Kamera. Deswegen ist es für mich öfters entspannt, wenn ich ohne Kamera nähe. Weil das Caster, seht ihr das? Ist das mit dem Bild bestimmt, ne? Das, so sieht es dann immer hinter der Kamera aus. Alles um den Filmbereich rum. So, gut. Fliegengitter im Dorf? Ja, das ist eine gute Maßnahme. Mein Mann nervt mich immer damit, oh, wir brauchen Fliegengitter vom Fenster. Ich sage, ist doch egal, ne? Also die zwei Fliegen. Jetzt weiß ich definitiv, was er meint. Es ist Katastrophe. Gut. Oh, Conny ist ein Kleid eingegangen, weil sie den Stoff nicht vorgewaschen hat. Das ist super ärgerlich. Bei mir ist es auch mal so gegangen. Es war aber nur irgendeine Hose für meinen Großen. Was jetzt nicht so schlimm ist, weil es mein Kleiner dann einfach direkt anziehen konnte. Aber das ist natürlich ärgerlich, gerade für Erwachsene, weil da braucht man ja schon ein Stück Stoff. Und man sitzt da ja auch eine Zeit lang dran bei Erwachsenen, bis es so sitzt. Deswegen immer vorwaschen, damit es keine bösen Überraschungen gibt. So, gut. Dann schalte ich jetzt mal nach hier. So. Kreativ sein geht nicht ohne ein wenig Chaos. Ja, ich habe hier ein Schild, das habe ich mal von Snappy bekommen. Wie heißt das? Kreativität ist chaotisch. Ich bin sehr kreativ. Genau. Das passt. So, genau. Das legen wir hier an. Und ich bin da immer so ein bisschen geizig. Das heißt, ich werde meinen Stoff... Ich mag nicht so sehr Stoffverschwendung zu haben. Sorry, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. So. Vivi, du fragst, wie kommst du in die, in was? Ach, Telegram. Die Telegram-Gruppe, die findest du natürlich wie immer nicht unter meinem Video verlinkt. Oh, ich muss das langsam mal einführen, gell? Es gibt einen Link unter unserem Stichtag-Video auf dem Mädelskanal. Da kannst du mal gucken. Da gibt es einen Link dazu. Dann kommst du in die Telegram-Gruppe, beziehungsweise als in die Stichtag-Gruppe. Aber die Mädels haben da noch eine extra Nähplauder-Gruppe aufgemacht und die verlinken das dann auch ganz drin. Huh, seht ihr das? So muss das. Hier ist die Nahtzugabe schon dabei. So. Gut, dann brauchen wir jetzt mal ein paar Nähgewichte. Sind die nicht ultra süß? Die machen mir immer gute Laune.
Ach, genau. Wo habe ich denn... Heilige neue Ordnung. Wisst ihr, dass ihr das allererste Mal dabei seid, dass ich jetzt hier wieder seit Wochen näher? Warte mal, Größe 122. Ha. Deswegen war das angeklappt. Gut. Irene, ich glaube, das geht jedem so. Das ist jetzt auch das Schöne beim Live, weil viele sagen immer, ach, bei dir sieht alles immer so einfach und so schnell aus und so unproblematisch. Und das ist natürlich nur so, weil alles zusammengeschnitten ist. Also diesen Prozess, was es so dauert von, keine Ahnung, das kann schon mal 2 Stunden sein, sind sie auf 8 Minuten zusammengeschnitten. Das heißt, ihr seht ja gar nicht den ganzen Struggle, den man außenrum mit hat. Und dann wirkt es immer so verdächtig einfach, aber... Auch wir haben zu kämpfen und brennen auf und fluchen und schmeißen in die Ecke. Das ist ganz normal. Die Nähgewichte habe ich von Fimotalia auf Instagram. Da hat man, die hat eine lange Wartezeit. Die macht alles nach. Ich glaube, sie hat jetzt auch einen Shop, wo man ein paar kaufen kann. Aber die macht alles quasi nach Wunsch. Ich habe eben gesagt, dass meine Farben Mint, Orange, Rosa und so sind und was ich ungefähr ein bisschen haben will, was ich schön fand. Also das Motiv wollte ich unbedingt haben und das. Den Rest hat sie mich dann überrascht. Habe ich auch hergeschenkt an 2 meiner guten Freundinnen. Ist also auch ein richtig schönes Geschenk. So. Gut. Seht ihr mich jetzt? Macht vielleicht mehr Sinn, gell? So. Das haben wir schon mal. Ich will es mit Taschen machen. Mache ich mit 2 Taschen. Schauen wir mal. Oh, Sabi, ich kenne das. Kenne ich. Ist immer anders als geplant, gell? Mit Kindern wird alles unberechenbar. Tasche. Ist das überhaupt ein Buch? Jo. Ich mag es ja mittlerweile echt, dass die meisten die Nahtzugabe drin haben. Wobei ich habe ja auch. Ich habe die schon vorgestellt, ne? Kennt ihr die hier? Damit kann man auch wirklich die Nahtzugabe super easy peasy mit dazugeben. Also das hier ist für einen Rollschneider und das hier ist für die Schere. Aber ich und Schere, wir sind da so ein bisschen Feind. Ich bin Team Rollschneider geworden. Am Anfang fand ich Rollschneider ganz fürchterlich und habe gedacht, wieso sagen die immer alle, dass es mit dem Rollschneider einfacher ist? Das ist Gewohnheitssache. So. Machen wir auf beide Seiten die Tasche. Die Monique sagt auch, dass man es selber machen kann. Warte, ich muss suchen, weil ich habe es einsortiert. I know. Tanja versucht, ist schon am Start. Also ja, kann man leicht selber machen, weiß ich nicht. Also ich denke, da braucht man auch schon so ein bisschen, ich kann es nicht beurteilen, ich habe es noch nicht gemacht. Ich glaube, da braucht man auch ein bisschen Talent. Und wenn ich mir jetzt so sehe, dieses ganze Gefriemel, diese ganzen verschiedenen Farben, die man braucht. Und das hier, das ist auch irgendeine weiche Gummiform. Ich kann nicht sagen, was, aber es ist ein Gummi, der nachgibt. Ich glaube, da braucht man schon so ein bisschen Talent auch für, ne? Also das hier ist so, seht ihr das? Gibt nach. Oh. Oder hier diese ganzen kleinen, feinen Dinge. Also ja, ich möchte es gerne selber ausprobieren. Ich weiß noch nicht, wie einfach das ist. Ich stelle es mir leicht vor, aber ich denke, das ist es nicht. So, was haben wir denn? Gibt auch Einladungen bei YouTube. Ja. Was haben wir das? Mit dem Meshstoff. Oh nein. Irene hat etwas mit Meshstoff nachnähen wollen und es hat sich verzogen. Oh. Noch Team Schere. Ja, ich glaube, da gibt es nur entweder oder. Ne? Da gibt es nicht so ein Mittelding. Gut.
Was hat noch die Monencia? Ach, hallo, liebe Monencia, die Antonia ist hier. Was findet ihr bei Schnittmustern wichtig? Findet ihr es gut, wenn die sich in verschiedenen Größen farblich unterscheiden oder reicht es, wenn die Linien schwarz sind? Also bei mir persönlich kann ich mal sagen, ich drucke alle meine Schnittmuster eigentlich in schwarz-weiß aus. Ist das hier jetzt auch schwarz-weiß? Oh, das ist die große Ausnahme, dass ich die Lazy Pants hier in bunt ausgedruckt habe. Das ist nämlich für meinen Schwiegerpapa. Der hat mir das ausgedruckt. Aber ich drucke alles in schwarz-weiß aus. Deswegen ist es bei mir eher wichtiger, dass man die verschiedenen Layers, also die verschiedenen Ebenen, dass man die wegmachen kann. Das finde ich bei einem Schnittmuster wichtig. Gibt es aber leider bei fast keinem, von denen, die ich kenne zumindest. Deswegen, Farbe ist bei mir immer egal, weil ich schwarz-weiß drucke. Gut. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen. Druckt ihr schwarz-weiß oder farblich? Bin ich doof? Ich habe die schon so oft genäht, aber da muss doch eigentlich noch ein anderer Taschenteil sein. Das kann doch nicht nur der Taschenteil sein. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, das kann auch so geschnitten werden. Da muss doch noch, ist da nicht immer noch so ein zweiter Taschenteil, wo die Ecke hier dran ist? Habe ich denn das letzte Mal genäht? Schwarz-weiß, ja. Müssen wir helfen. Ich muss mal gucken bei den anderen. Vielleicht fehlt mir auch nur das Schnittteil. Das kann natürlich auch sein. Schauen wir mal schnell in der Pumphose. Sonja als Gast. Oh, das wäre eine Idee. Sonja, wie weit wohnst du weg von mir? Nee, das ist auch nur das. Okay, gut. Dann scheint es nur ein Taschenteil zu sein. Irene, ich soll auf den Fußboden schauen. Nee, bei den anderen habe ich jetzt auch alle nur eine Tasche genäht. Ich weiß. Gut, ist nur eine. Wenn man irgendwas schon lange nicht mehr genäht hat, gell, wird man ein bisschen doof. So, die habe ich jetzt. Und dann kommt jetzt das Bündchen dran. Und das Bündchen, guck mal, der hier ist super, super stretchy. Das heißt, ich werde das Bündchen genauso zuschneiden, wie es hier ist. Es gibt eine Formel, mit der ihr ganz genau rechnen könnt. Da müsst ihr schauen, ihr nehmt 10 cm und schaut, auf wie viel Zentimeter es sich dehnen lässt. Das mache ich jetzt nicht, das ist alles so kompliziert. Wenn du ein bisschen Näherfahrung hast, dann weißt du, dass ich hole mal einen Bündchenstoff. So, warte mal. Guck mal. So zieht sich jetzt mein normaler Stoff. Und so zieht sich der Bündchen. Ah, doch noch eine ganze Ecke. Ja, mache ich vielleicht ein paar Millimeter länger. Okay, überzeugt. Ein paar Millimeter. Wobei, ich habe auch einen Schmalhans. Das heißt, es macht gar nichts, wenn es ein bisschen enger sitzt. So. Sonja, hast du schon gesagt, wie weit du weg wohnst? Damit wir Tanja versucht machen. Ach, na, das ist doch keine Strecke. Ich bin dafür, dass Tanja mit Sonja versucht, Nähgewichte macht. Wer ist dafür, gibt mal einen Daumen nach oben. Sonja muss mal... Ach, ich kann euch mal zeigen von Sonja. Nein, das habe ich doch hier. Schaut mal, das hat Sonja gemacht. Das habe ich bei Darmstadt Tag und Naht geschenkt bekommen. Richtig, die ist ein größeres, wenn man mal die Kleinen dazu anschaut. Also Renate, Christina, Svenja, seid alle dafür, ne? Namira auch, Claudia, Heike. Also ich würde sagen, Sonja, jetzt kommst du nicht mehr drum rum, gell? Jetzt muss man Tanja versuchen, Nähgewichte machen mit dir. Special. Wobei das letzte, der Siebdruck, das Video, muss ich sagen, kam echt, echt nicht gut an bei euch. Also das wurde kaum geklickt. Was jetzt für mich nicht schlimm ist, aber das zeigt mir halt immer, also ich schaue halt bei den Klicks, schaue ich halt danach, ist das jetzt ein interessantes Thema, interessiert euch das oder eher nicht? Und das Siebdruck ist richtig Platz 10 der Videos. Also es gibt um so ein Ranking, ein internes für uns YouTuber. Und es ist auf dem letzten Platz gelandet. So. Ich würde sagen, wie viel größer mache ich es denn? Ist das hier ein Zentimeter? Ja. Ich denke, das reicht.
schneide es jetzt einfach hier ein bisschen größer zu. Aber nicht viel. Sagen Maximum Zentimeter. Wo habe ich denn meine Lineale? Ach, da oben. Cooler Platz, Tanja. Gut ausgesucht. Wie viel mehr? Na, habe ich doch gesagt, 1 Zentimeter. Das sind halt Lineare, ne? Wir können 1 Zentimeter, 1,5 Zentimeter und 2 Zentimeter genau sagen, aber bei 6 Metern hört es auf, gell? Gut, dann haben wir jetzt einmal das Bauchbündchen. Jetzt brauche ich noch die Fußbündchen. Was sind denn die? Hier. Die mache ich aber ein bisschen weiter, weil die werden sonst schnell zu eng. Da muss es sich richtig dehnen können. Vielen lieben Dank, liebe Nancy, und willkommen bei den Umgarnern. So. Was bedeutet, Moment, irgendwo war da was hier eine Frage. Ach so, Umgarner. Es gibt Kanalmitgliedschaften, eigentlich bei fast jedem YouTuber. Das heißt, da könnt ihr uns unterstützen mit einem monatlichen Beitrag, seid dann Kanalmitglieder. Und je nachdem, von YouTuber zu YouTuber ist es unterschiedlich, was es dafür gibt. Bei Sandra und mir ist es einfach nur eine Unterstützung. Und da gibt es einmal den Umgarner und einmal den, oh Gott, Leute, jetzt fängt es an. Und noch eins, es gibt 2 verschiedene Mitgliedschaften und da kann man dann entscheiden, mit welchem Betrag man denjenigen unterstützen möchte. Und das ist dann monatlich, kann man auch jeden Monat wieder, also in näherer Kreis gibt es bei mir, in näherer Kreis und der Umgarner. Und dann kann man sich halt entscheiden für einen Beitrag, wie man den YouTuber unterstützen möchte. Und das kann man auch jeden Monat kündigen. Man kann wieder einsteigen und dann gibt es zum Beispiel hier diese kleinen Bilder, was ihr jetzt auch neben der Nancy seht oder neben der Monique oder hier neben Caramero oder neben der Namir. Also dann seht ihr so ein Bild, da wisst ihr, das ist ein Kanalmitglied. Und wenn die jetzt zum Beispiel einen Kommentar abgeben in irgendeinem meiner Videos, wird es halt dann nach oben verlegt, dass ich das auf jeden Fall sehe. Oder dann gibt es vielleicht auch mal einen Beitrag, der dann nur für Kanalmitglieder ist. Also in meinem Fall habe ich im Moment zu wenig Zeit, als dass ich viel Content extra für Kanalmitglieder mache. Aber es kann dann halt mal sein, dass sie ein Video eher sehen oder nochmal einen Beitrag haben. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, muss man gucken, von YouTuber zu YouTuber. Genau. Gut. Beton gießen. War super. Oder habe ich jetzt mal was voll überlesen? Nee, Ghana, genau. Das habe ich, Monique, das Taschenteil habe ich gegen gleich zugeschnitten. Das habe ich 2-mal zugeschnitten. Ich glaube, aber ich werde es auf beiden Seiten machen, also werde ich es nochmal zuschneiden. Aber ich mache jetzt erstmal hier die Beinbündchen. So. Gucken wir mal. Da geht es hier noch rein. Wo haben wir die Beinbündchen? Das ist ja Bauchbündchen, das kann weg. Und das ist das Beinbündchen. Mist, passt nicht mehr hier hin. Da müssen wir das hier machen. Dankeschön, liebe Claudia. Mitglied. Oh, Namira. Egal wie flach, es gibt keinen zu flach. Ihr wisst das. Ihr seid Mitglied ohne Glied. Oh. Also der Knaller. Gut, schneiden wir das zu, aber hier würde ich 2 Zentimeter dazu geben. Enger machen kann man es ja immer noch, ne? So, ganz vorbildlich. Dankeschön, liebe Nettie. So. Einmal. Habt ihr sonst noch Fragen, was ich nebenher ein bisschen plaudern kann? Sonst bin ich vermutlich zu konzentriert. Wenn die Füße sind oben. Ich liebe Flachwitze. Ich muss sagen, also je dämlicher, desto witziger finde ich es eigentlich. Ich habe dann ziemlich blöden Humor. Wir hatten heute ist Sonntag, gell? Am Freitag hatten wir ein Helferfest. Also halt alle, die uns so beim Umzug geholfen haben. Und abends waren dann auch noch ein paar andere Freunde mit da nach dem Abendessen.
Und dann haben wir erst Lügenmäxchen gespielt und danach haben wir Cards Against Humanity gespielt. Ich habe das Spiel mal vorgestellt in den Vatertagsgeschenken. Und das ist halt echt, also es ist, man braucht einen schwarzen Humor, den habe ich, aber es ist schon sehr derb. Und wir haben so gelacht, ich glaube, ich habe ein Sixpack danach gehabt vor lauter Lachen. Also das war schon, oh, jetzt habe ich es weggeschmissen. Zeta und ich will eigentlich Stoffreste. Kommen bei mir. Hier unten hin zu den Filmmaterialien. So, einmal habe ich zugeschnitten. Oh, 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 der Klassiker Scheibenkleister. Nein, don't do it. Seht ihr, was ich sehe? Ich will mir reicht das fürs zweite Beinbündchen. Ernsthaft? Ah, nee, warte. Hahaha, ich hab's ja schon doppelt. Seht ihr, so viel zum Thema. Das passiert auch während des Videos. Das ist halt das, was ihr nicht seht. Ne? So, ich hab's zweimal. Alles gut, alles gut. Wie schneide ich Schnittmuster zu, wenn keine Nahtzugabe? Ich schneide sie mal, also wie ich Nähanfänger war, habe ich sie dann mit Nahtzugabe zugeschnitten und jetzt einfach ohne Nahtzugabe und ich gebe sie am Stoff hinzu. Durch dieses Teil, was ich habe, diesen Kahl, geht es ganz einfach, aber tatsächlich kriegst du auch ein Gefühl dafür, was 1 Zentimeter ist. Also ich schneide auch vieles ohne alles Mögliche zu und du kannst überall abmessen, es ist genau überall 1 Zentimeter. 0,7 kriege ich nicht hin, aber 1 Zentimeter kriege ich hin. So, Beinbündchen habe ich. Beinbündchen, Pumphose an sich. Wo ist mein Bauchbündchen? Das hatte ich doch auch schon zugeschnitten. Ja, heiliger Schnickschnack hier. Bauchbündchen und eine Tasche. Ich will jetzt noch eine zweite. Conny plottet auch mit mir. Ja, bin ich auch dabei. Aber ich wechsle jetzt meinen Plotter. Ich gehe weg von Cricket. Ah, ja. Elisabeth, da kann ich dir mal sagen, ich dachte, mein erster Rollschneider, habe ich den noch hier? Ja. Mein erster Rollschneider war der hier. Ich mache mal für zwei. Den hier. Ich habe jetzt mal die Firma weg, die steht hier, ne? Aber es war so ein Schneidematte inklusive Rollschneider inklusive Lineal-Sache und den habe ich auch nicht gemocht. Und dann bin ich irgendwann übergegangen zu dem hier von Prim. Und da habe ich schon einen deutlichen Unterschied gemerkt. Und dann war es so, dass am Stichtag haben wir Edding angeschrieben, weil wir haben dann einen Workshop gemacht mit Snaphead und haben Edding angeschrieben, ob sie Lust hätten, Stifte zu sponsern, also Textilstifte, damit wir den Workshop machen können. Und dann hat Edding gefragt, ob es okay wäre, wenn Fiskars auch Produkte schicken. Wir so, ja, ist in Ordnung, gerne. Und die haben uns dann unter anderem die Rollschneider geschickt. Und wie schon gesagt, das ist keine bezahlte Werbung oder sonst irgendwas, aber dann haben Sandra und ich, weil wir so viele hatten, haben wir natürlich den ausprobiert. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich kann es jedem immer nur ans Herz legen, sich den Fiskars zu holen. Und da gibt es auch zwei Teams. Da gibt es einmal den und dann gibt es so einen ergonomischen. Den habe ich nicht. Den habe ich irgendwo bei uns im Kornspeicher, aber hier nicht. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu den günstigen. Also probier beim Rollschneider auf jeden Fall ein Markenprodukt. Also auch der von Prim ist schon gut. Der ist wirklich gut, aber ich merke nochmal einen deutlichen Unterschied zu dem hier. Und wie wir unser Näh-Event hatten, Darmstadt Tag und Naht, hatten wir Fiskars wieder angeschrieben, ob sie uns unterstützen könnten. Und da waren wirklich viele dabei, die auch gesagt haben, ja, ist definitiv ein Unterschied. Es sind viele von Darmstadt Tag und Naht hier, da könnt ihr mal sagen, was ihr dazu meint. Also ich schwöre auf den und nehme tatsächlich auch nur noch den einzigen. Für mich nicht Nachteil, aber vielleicht für euch, wenn ihr den einfach kahl nehmt. Ich zeige euch mal was. Dafür brauchen wir noch den Beam. Einen Augenblick. So, der hat hier so eine Rundung. Seht ihr das? Das heißt, wenn ich das hier ranknipse, das verrutscht mir. Das kann ich da dran nicht benutzen. Das heißt, wenn ich den hier benutze, den einfach kahl,
nehme ich definitiv immer den Prim. Damit funktioniert es super, daran hält es. Aber da ich viele Schnittmuster habe, wo die Nahtzugabe schon dabei ist und da ich, wenn, dann das auch nicht unbedingt brauche, weil ich das so 1 Zentimeter außenrum schneiden kann, ist das hier meine erste Wahl. Also die 2 solltest du zu Hause haben und damit kommst du schon klar. Wenn du den in klein nimmst, den in groß, ist schon fertig. Oder halt den ergonomischen mit so einem anderen Griff, den hältst du dann ein bisschen anders. Genau. Gut. So. Also. Deswegen, ich bin immer ein Fan davon, habt ihr auch beim Siebdruck gesehen, dass man günstige Alternativen ausprobiert oder dass man sich vielleicht nicht unbedingt irgendwas neu kaufen muss, weil ich muss mal sagen, Nähen ist halt auch ein teures Hobby. Und wenn du jetzt dann noch hier Siebdruck machst oder sonst irgendwas, dann brauchst du viel Material. Deswegen, an vielen Sachen kann man beim Nähen, finde ich, sparen. An Garn und an Schneidewerkzeug sollte man es nicht tun. Meine Meinung. Aber wie schon gesagt, da musst du deine Erfahrung selber machen. Vielleicht wirst du dann doch noch ein Rollschneider-Fan, wenn du mal den ausprobiert hast. Gut, jetzt schneide ich. So. Monique hat auch den von Fest. Ich muss mal kurz ein bisschen in den Chat gucken, weil das habe ich jetzt ganz vernachlässigt. Rebecca mag Schnittmuster ohne Nahtzugabe auch nicht, ja. Es ist witzig, weil beim Schnittmuster, finde ich, muss man halt oft auch zuschauen, gibt man jetzt bei dem den Kragen dazu oder nicht? Also ich schaue ewig oft wieder ins Schnittmuster rein und gucke, wo ist die Nahtzugabe dabei, wo nicht. Was ist die Saumzugabe? Wie groß ist das dann überhaupt? Reicht das für mich? Weil bei Saumzugabe mag ich die 2 Zentimeter zum Beispiel gar nicht. Ich mag immer 2,5 oder 3 Zentimeter. Deswegen, ja, Plus und Minus. Und ja, ich habe gesagt, dass ich weggehe von Cricut. Das hat nichts mit Cricut an sich zu tun, sondern damit, wo ich hingehe. Aber ich kann es auch nicht sagen. Die haben auch Plotter. Deswegen will ich das ausprobieren. Ich habe schon sehr viel Gutes gehört. Und Julia, die habe ich schon öfter erwähnt von Piotto Kreativ. Die hat mich eigentlich zum Nähen gebracht, sage ich jetzt mal. Die hat auch eine Instagram-Seite. Die macht ganz tolle Hausschüchen und so zum Verkaufen. Und die hat mich auch zu meinem neuen Plotter und zu meiner neuen Näh- und Stickmaschine gebracht. Deswegen wechsle ich. Genau. Gut, zu welchem verrate ich noch nicht. was haben wir denn? Du hast beim Einkaufen, die Sonja hat gesehen, dass es die Schoketten-Schokolade extra zum Einfrieren gibt. Ach was. Okay, also Cricut ist jetzt... Hust, Namira, hust. Also wie schon gesagt, Cricut hat nichts mit Cricut zu tun, sondern mit Dingen, die da so kommen. So, jetzt schneide ich aber nochmal meine Tasche zu hier. Und dann geht's weiter. Haben wir noch ein kleines Fitzelchen, was man vielleicht aufbrauchen könnte? Passt das noch gerade? Ich glaube nicht. Oh, Leute, könnte das genau passen? Das würde meinen inneren Monk ja schon sehr befriedigen. Moment. Mist, Mist, Mist. Ah, nein, gerade nicht. Na gut, na gut. Dann machen wir das hier oben. Ach, ihr schreibt so viel. Der von Fiskars ist toll. Habe ihn gleich nach Darmstadt bestellt. Ja. So. Melanie hat auch gemeint, scharfe Klinge ist auch wichtig, ja, also einfach mal wechseln. Ich habe auch verschiedene, die billigen, die ich jetzt noch hatte, von damals, die habe ich jetzt nicht weggeschmissen, sondern die benutze ich dann halt für Snap-Pap oder für wie heißt es, Fliese, also da, oder Papier, dafür benutze ich dann die günstigen noch. Ne? Das würde ich jetzt nicht mit meinem Teutel machen. Apropos, wo ist er? Wo habe ich ihn hingelegt? Hier. So, genau. Schneiden wir das hier nochmal. Habe ich super viel im Chat überlesen, falls ihr schreibt nochmal rein. Ich schaue gleich nochmal. Ich hoffe nicht. Ich geb mein Bestes. So, dann hätten wir die schon mal zugeschnitten.
die Frage der Labels und so weiter kläre ich dann, wenn ich nähe, was ich mache. Ich werde auf jeden Fall immer ein Größenetikett mit dazulegen. So. Gut, dann haben wir den Stoff schon mal weg und der kommt jetzt auch schon in die Stoffrestekiste für den Ware-Ware. Dann, wo habe ich es hin? Die berühmt-berüchtigten Zipperbeutel. Weil ich sie jetzt heute nicht direkt nähe. Normalerweise tue ich auch das Schnittmuster mit rein, da nehme ich dann die größeren Zipperbeutel, aber da brauche ich das Schnittmuster nicht, weil ich weiß, dass ich keine Passen mehr oder irgendwas habe, was ich übernehmen muss. Deswegen kommt das jetzt hier alles rein. Der ist so klein, wie kann es anders sein? Eins, zwei. Und dann zeige ich euch nämlich gleich noch einen Trick, den ich immer mache. Weil wer kennt's, sowas landet auch mal ganz schnell in der Ufo-Kiste, wenn man es nicht gleich nimmt. So, und zwar, wo habe ich hier? Einmal, zweimal. So, und zwar gibt es immer zwei Varianten. Entweder plotter ich die Größen rein oder bei mir ist eigentlich immer so ein Größenlabel mit dabei. Ich weiß nicht, was so ein 100er Pack bei Amazon. Ich meine, ich habe den auch in den Nähgadgets mit verlinkt. Und so rum. Und dann schreibe ich mir jetzt hier mit einem Wäschestift von Edding. Der geht also auch nicht raus. Schreibe ich mir jetzt direkt die Größe drauf, der ich das erstellt habe. Das lege ich jetzt gleich mit rein. Dann weiß ich das. So. Nicht schlecht, oder? Nase juckt. Gibt's Geld oder ich falle im Dreck, würde meine Oma sagen. Gut. Dann Schnittmuster direkt wieder zusammen machen und wegräumen, weil sonst landet das bei mir auch in den Katakomben. Oh, und dann schneiden wir die nächste zu. Wir haben schon eine Stunde. Heieieiei. So, fürs. Monique, sehr gut. Genau, wenn euch mein Video gefällt. Wenn ihr öfter wollt, dass wir live gehen, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Denn das ist tatsächlich immer so der Indikator, ob es das dann weitergibt oder nicht. Dass ich sehe, ob es euch gefällt oder nicht. Ich möchte euch ja Content bieten, den ihr mögt. Deswegen gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr es nicht schon getan habt, auch den Kanal zu abonnieren. Kostet nichts, ist ganz unverbindlich und so seht ihr immer, falls ich wieder live gehe. Gut. Das nächste, das hier ist Stoffrest für das Füllmaterial. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns der Kaschi-Leg, oder? Was soll ich als nächstes machen? Was habe ich hier? Nee, die Kaschi-Leg muss ich ausschneiden. Die. Svenja fragt noch, ob ich die Größenetiketten habe, ich ja, glaube ich, schon erwähnt. Also entweder plotte ich es rein oder ich nehme die. Selber machen eigentlich eher weniger. Dann Schnittentüt. Ich liebe den Namen übrigens. Bei mir sieht es nach dem Nähen auch immer richtig schlimm aus. Gerade nach dem Produzieren, weil beim Produzieren muss es schnell gehen. Das heißt, ich habe einen Stoff da, der muss weg von der Kamera. Ich mache diesen. Also einfach in den Raum rein. Das würde ich jetzt nicht machen, wenn ich Privatnähe, aber bei mir sieht es auch immer chaotisch aus. Ich versuche währenddessen immer aufzuräumen und immer, bevor ich anfange zu nähen, räume ich einmal auf. Ich kann nicht im Chaos starten. Das kriegt mein Monk nicht hin. Genau, Monique, vielen Dank. Was haben wir noch? Werbung Ahoi. Für euch Werbung blöd, für mich eigentlich gut. Deswegen. Ah, Stofffarbe und Stempel die Größe rein. So macht es die Heike bei den Kindersachen. Ich habe auch so einen Stempel. Ich habe auch mir mal so ein Set gekauft. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich es habe. Da gibt es wie so ein Tesafilm, sage ich jetzt mal. Den kann man aufbügeln und darauf kann man stempeln. Das heißt, wenn man jetzt auch einen dunklen Stoff hat, kann man mit Schwarz drauf stempeln und zieht es, wenn man das halt auf dieses Etikett macht. Aber ich habe es ganz ehrlich irgendwie nicht so oft benutzt. Ich weiß auch nicht, warum.
Stoffrestekisten sind mega. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt auch, nachdem ich jetzt alle Stoffreste einsortiert habe, muss ich sagen, ich bin restlos begeistert davon. Und wenn ich die dann in meinem neuen Nähatelier auch noch übereinander machen kann, nimmt es nicht mal viel Platz weg. So, was haben wir noch? Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Ist kein Problem, dann schau später einfach nach. Wir haben nur eine Hose zugeschnitten. Mehr ist noch nicht passiert. Ob ich Stoff manchmal auch ohne konkretes Projekt kaufe? Naja, wenn ich dir meinen Stoffschrank da zeigen würde, dann kann ich dir sagen, ich weiß nicht zu jedem Stoff das Projekt. Ja, ich verknall mich einfach in Stoffe. Und ich liebe dann auch den Gedanken, wo ich denke, ach, das könntest du machen und das könntest du machen. Superschön, klar. Und was noch schlimm ist, bei richtig teuren Stoffen, ich denke, oh, also daraus, ne? Und jedes Projekt, das ich dann anfange, denke ich, nee, dafür ist er zu stark, der Stoff. Nee. Also dafür verschwende ich den Stoff nicht. Und dann liegt er halt 5 Jahre unbenutzt, weil ich denke, ich habe nicht das Knallerprojekt, anstatt dass ich irgendein Projekt draus nähe und mich daran erfreuen würde. Versteht ihr, was ich meine? Also, nein, ich habe definitiv ganz selten konkreten Projekt zu einem Stoff im Kopf. Bei meinen Sachen, bei den Erwachsenen-Sachen. Da schon, weil da brauchst du halt auch viel mehr Stoff. Da musst du dann wirklich wissen, nehme ich jetzt 2,5 Meter oder brauche ich 4 Meter? Aber für Kindersachen, nee, ach komm, 1,5 Meter, da kriegst du alles raus. Ja, nehmen wir mal mit. Genau. Ulrike, ja. Zum Aufräumen, das halte ich mir immer bei und alles, was zur Nähmaschine gehört, wird direkt am festen Platz eingeräumt. Das war auch jetzt mein Problem hier, dass ich für viele Dinge keinen festen Platz hatte. Das ist schrecklich. Das war das Schlimmste jetzt so in der Umzugsphase. Vieles kriegt jetzt gerade wieder einen festen Platz und dann räumt sich es auch viel schneller auf, ne? Weil du einen Teil in der Hand hast und weißt gleich, wo es hingehört. Und so musst du immer erst überlegen, wo kommt es hin, wo könnte ich es hinräumen. Also ja, feste Plätze für Dinge sind Gold wert. Bügeletiketten vom Teddy, die hatte ich noch nicht ausprobiert. Und Herzenswerk, ob jemand einen Tipp hat, wenn die Nähmaschine Stiche auslässt. Es ist meistens die Nadel, die falsche Nadel, die drin ist. Wenn es das nicht ist, könnte es auch Ober- zu Untergarn sein, dass es eins von beiden nicht mag. Ihr könnt euch auch mal merken, wenn sich das, die Frage kam sehr oft in unserem Nähkurs, wenn sich es unten verhättelt, ist es nicht der Faden unten, der das Problem macht, sondern der Faden oben. Und wenn sich es oben verhättelt, ist es das Problem der Faden unten. Also immer entgegengesetzt. Wenn es unten verknüschelt, ist meistens der Faden oben das Problem. Und wenn die Maschine Stiche auslässt, ist es meistens die falsche Nadel oder eine alte Nadel. Also du solltest eine neue einsetzen. Das hilft meistens. Ich hatte auch, du musst dich mal ausprobieren. Nicht weil Stretch-Nadel draufsteht, heißt es, es ist nur für Stretch geeignet. Ich hatte neulich auch, ich weiß gar nicht mehr, welcher Stoff das war. Ich habe alles probiert. Es war ein sehr fester, harter Stoff. Ich habe gerade nicht mehr im Kopf, welches Projekt es war. Auf jeden Fall habe ich alle Maschinennadeln, die für diesen Stoff geeignet wären, ausprobiert. Und es hat mir nur Fehlstiche gemacht, bis ich dann eine Super-Stretch-Nadel genommen habe. Also nicht nur Stretch-Nadel, sondern Super-Stretch-Nadel und dann hat es funktioniert. Die ist übrigens meine Geheimwaffe für irgendwas, wenn irgendein Stich nicht funktioniert. Super-Stretch und es läuft, bei meiner Maschine zumindest. Genau. Ach, Renate schreibt auch gleich, hast die richtige Nadel. Monique, warum haben Mitglieder eigentlich Werbung? Das kann man nicht einstellen. Also jedenfalls nicht, dass mir bekannt wäre, dass... Also wenn du keine Werbung sehen möchtest, dann musst du Mitglied bei YouTube werden, also so ein YouTube-Premium-Account haben. Das hat Sandra, das heißt, die bekommt nie Werbung angezeigt. Ich habe es nicht, das heißt, ich, auch wenn ich mein Video irgendwas nachschauen will, auch ich bekomme in meinen Videos Werbung angezeigt. Gut. Schnittentil, okay, ist wenigstens eine Erklärung. Stoff kaufen ist wie eine Sucht. Ja, finde ich auch. Renate, du hast eine... Herzen sagt, du hast eine Universalnadel drin, vorher eine Jersey. Welche Stiche lässt du aus? Bei welchem Stoff? Und welcher Stich? Bei mir ist es nämlich oft auch der Zickzackstich. Heike schreibt auch noch, Nähmaschine sauber machen, nur einfädeln und neue Nadel nochmal. Genau, wäre auch mein Ding. Okay, dann schneiden wir als nächstes mal die Pigelli. Ich dachte mal Piccadilly. Pigelli zusammen. Freebook, einfältig. Das ist eine mitwachsende Knickerbocker. Ich habe sie in jeder Größe genäht und die muss ich ein bisschen vergrößern. Die schneiden wir noch zu. Dann würde ich sagen, machen wir den Rest. Morgen? Wollen wir morgen live gehen nach Sandra? Ist das zu viel? Wollen wir es lieber auf einen anderen Tag verschieben?
Also ich würde sagen, ich bereite für morgen noch das ganze andere Zeug zu und würde morgen dann mit euch nähen. Oder morgen noch mal vorbereiten, wenn ihr das wollt. Oder nicht morgen, wenn es euch zu viel ist, weil Sandra ja davor live ist und wir machen einen anderen Tag. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit. Ach, seht ihr? Guckt mal. Hier sind die zwei Taschen. Also einmal Rückteil, einmal Vorderteil. Das war jetzt bei der Liebstes ist das anders, aber ich weiß auch noch, weil die machen so eine aufgesetzte Taschenform. Habe ich mich dran erinnert. So. Also morgen ist schon mal bei vielen gut. Das finde ich gut. Okay, dann machen wir morgen 20 Uhr auf jeden Fall mal. Und ich nähe jetzt hier die Pigidelli. Pigelli. Die sieht viel komplizierter aus, als sie ist. Ich zeige es euch mal. Die hat hier so einen Bund, den man dann hier so zusammenfaltet. Mit zwei schönen Knöpfen. Und was bei der cool ist, die hat wirklich endlos lange Beine. Das ist das Bauchbündchen. Was ist das hier? Einsatz Bauchbund. Und das hier ist das Beinbündchen. Genau. So kommt das Beinbündchen dran. Also ihr seht, es ist wirklich groß und viel. Das hier ist alles Bündchenstoff. Aber es sieht richtig cool aus und man kann das natürlich auch wieder so ein bisschen umknicken. Das heißt, sie wächst richtig gut mit und hat so diesen, ja, wie nennt man denn diesen Charakter? Weiß ich nicht genau, aber da gibt es auch diese Hüte, diese habe ich mir auch die Captain Cougar Mütze. Wisst ihr? Und die muss man aus Kord nähen. Also ich finde, das ist so ein Muss mit Kord. Das machen wir. Oh, habe ich Kord da? Bestimmt. Morgen 20 Uhr ist super. Okay. Harry und Andrea Jakobs, was habe ich verpasst? Wir haben eine Hose zugeschnitten. Eine Hose zugeschnitten in einer Stunde. Ich schaue mir jetzt hier einen Stoff. Wo habe ich den Cord? Cord, 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 Cord. Ah, hier habe ich den Cord. Ups. Welchen nehmen wir denn? Ich nehme den. Einmal. Und bitte lass mich dafür das passende Bündchen da haben. Ich würde sagen, das geht, oder? Guckt mal. Was meint ihr? Das kann man so machen. Also hier ist schon wichtig, dass man das passende Bündchen hat. Ich denke, es geht. Oder? Was meint ihr? Das obere, es sind beides die gleichen. Ich weiß nicht, oder? Nee, es sind nicht die gleichen. Ja. Ihr habt recht. So machen wir es. Das lege ich mal beiseite. Das muss man später wieder einsortieren. Gut. Also das Schnittmuster kann ich auch jedem empfehlen, auch für Mädchen. Ich habe auch einen rosa Cord noch hier. Und es ist ein Freebook. Gibt es aber nur in den Größen 86, nee, 80, 86? 86, 92. Ah, 86, 92 und das ist die Größe davor. 74, 80. Und den zwei Größen gibt es das nur. Und ich verlängere. Jetzt, was verlängere ich denn? Verlängere ich das hier oder verlängere ich einfach das hier? Ich verlängere ein bisschen die Hose hier oben. Gut, weil ich brauche sie in 104. Da gibt es es aber nicht mehr. Zap, 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 zap. Was ist das hier für ein Teil? Hinteres Hosenteil. Machen wir erstmal das vordere. Barbara, sehr gut. Mal gucken, was wir hier. Irene, sehr gut. Das Stoffstreicheln machen übrigens auch Leute, die nichts mit Nähen zu tun haben. Unsere Benita, das ist unsere Eventmanagerin, die am Stichtag, als kurz mal ein Land mit den ganzen Stoffen kam, hat sie auch überall ihre Griffe dran gezeigt. Siehst du? Es ist ein Muss, dass man Stoffe streichelt. So, jetzt mache ich mal hier wieder ein bisschen Platz in dem Chaos. Das brauche ich nur einmal. Aber hier eine Ecke. Ich schon zugeschnitten. Der hier ist zu, nee, der ist null stretchy. Okay. So. Petra, kann ich machen? Wer jetzt schon will, Moment, ich mache mal auf die zwei. Wer jetzt schon will, gibt einfach hier Pigelli und einfältig ein. Und dann kommt es auch schon direkt. Ich kann es später aber nochmal verlinken nach dem
live ist auch kein Problem. So, die will ich mir jetzt etwas verlängern. In 104. So, Nähgewichte. Eins, zwei, drei. Gut. Wo habe ich... Heiliges Chaos. Ah, schon wieder eine Krise. Es ist schon wieder zu viel Unordnung hier eigentlich. Mal kurz weg hier. Eins und zwei. Gut. Schneiden wir mal zu. Bin ich jetzt in der Kamera? Wahrscheinlich schon, ne? Vor meinem Schädel drin. Ich schneide jetzt hier erstmal an der Seite und oben entlang, weil da will ich nichts dran ändern. In der Breite muss ich es nicht verändern. Falls euer Kind nicht so schmal ist und ihr eine größere Größe machen wollt, würde ich es auf jeden Fall auch in der Breite verändern, weil es ja kein Stretch ist, sondern für Webware ausgelegt. Das heißt, da kann man auch nicht ein bisschen mogeln. Aber meiner ist ein Schmalhans und dem passt das auch noch in der Breite, nur in der Länge nicht mehr. So. Hier unten, das bleibt auch gleich. Bei ihm. Ach, guck mal. Jetzt sehe ich es gerade, dass es auch für dehnbare Stoffe geht. Seht ihr das? Webware und dehnbare. Aber ich habe es bisher immer nur in Webware gemacht, weil ich halt finde, dass so eine Hose, die muss in Cord. Aber ich habe auch dehnbaren Cord, also von dem her. Gut, und jetzt tue ich mal ein kleineres Lineal. So. Und verlängere das vielleicht mal um 3 cm, 2 cm. Ich glaube, 2 cm schicken völlig. Was habe ich denn? Markierstift. Noch nicht hier. Irene, das kenne ich. Mein Mann ist da ehrlich gesagt genauso. Wenn ich ihm irgendwas nähen soll, dann gibt er mir immer die unmöglichsten Stoffe. Daraus will er jetzt eine Hose haben. Hm, klar. Einmal habe ich auch seine Jogginghose, die ich wirklich über alles hasse, diese Jogginghose an ihm. Die hat so viele Löcher im Schritt gehabt, also richtig, richtig viel. Und ich sollte die nähen. Ich sagte, ich nähe dir die nicht. Ich will ja die wegwerfen. Ne? Also warum sollte ich dir... Nee. Und er hat darauf bestanden... Und das ist eine schwarze Jogginghose gewesen. Also eine tiefschwarze, einfarbige, unifarbene Jogginghose. Und ich habe ihn dann... Moment, habe ich den Stoff hier? Ja, Moment. Zeige ich euch. Habe ich den hier? Habe ich den hier? Ich hatte ihn hier. Ah. Meine Stoffreste? Nee. Ich habe so einen richtig krassen Einhornstoff da rein gejubelt. Also wirklich mit Ponys, Einhorn, Kunderbund und habe den Schnitt, das so ein Riesenloch war, also wirklich so ein Loch, habe ich mit Einhornstoff gemacht. Was soll ich sagen? Er zieht sie jetzt noch lieber an. Der Schuss ging nach hinten los und ich finde sie noch schicklicher als vorher. So, also ich verlängere das jetzt hier um 2 cm. 2 cm. Eins, zwei. Ich muss mal gucken. Julian, falls du mitschaust, kannst du mir deine Jogginghose nach unten bringen. So. Hätten wir das und das war es auch schon, glaube ich, mit dem Stoff. Nee, die Taschen muss ich noch machen. Mache ich da Taschen rein? Eine, ja. Es ist auch nur eine angedacht und ohne Tasche geht fast nichts mehr bei meinem Sohn, denn irgendwo müssen die Autos ja hin, ne? So, das machen wir mal zurück. Ah. Oh, wie witzig. Zitat von mir, mit wem willst du nicht im Partner? Aber mit dem Küchentisch. Nadine, Brother, ja. Sisters by Brothers, wäre auch ganz witzig.
Gut. Ich kann euch sagen, meine zukünftige Firma ist inspiriert von dem Näh-Event, denn da habe ich viele von den Maschinen gesehen und erst gedacht, ich bin ja schon sehr zufrieden mit meiner und habe dann darauf genäht von einer Freundin und denke mir, also ihr seid schuld, dass ich die Maschine wechsle. So, das haben wir. Was brauche ich jetzt? Bauchbündchen brauche ich noch aus Bündchenstoff. Was haben wir hier? Beinbündchen brauche ich noch. Hintere Hose. Ach ja, wäre auch nicht schlecht. Hintere Hose, gell? Einsatzbauch und Webbade brauche ich nicht. Die Taschen. Ah. Ah. Darf ich vorstellen? Können wir darüber reden? Und ich wünschte, er würde die nur zu Hause anziehen, Leute. Seht ihr das? Oh, wenn ich Glück habe, geht die wieder kaputt. Guck mal, seht ihr das? Ja, also richtig schön reingenäht und er zieht sie immer noch an. Das würde ich sagen. Ah, naja, so ist das. Was haben wir? Deswegen nicht bei euren Männern irgendwelche komischen Stoffe einnähen, wenn er so einen komischen Kauz hat wie ich. Die ziehen es einfach trotzdem weiter an. Das muss ich doch genau in den Stoffblock legen. Mein Mann ist der Knaller. Naja. 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 Man braucht eine hohe Peinlichkeitsgrenze bei ihm. Das ist auf jeden Fall Fakt. So. Oh, die muss ich auch um 2 cm verlängern. Legen wir das erstmal aus. Näht eigentlich jemand gerade mit? Vorhin hatte ich schon mal gesehen, dass ein paar mitnähen. Das muss ich. Ah, hier kann ich euch auch mal zeigen. Welche Ansicht habe ich euch denn gerade? Hier. So. Hier, wenn sowas ist beim Schnittmuster, dass es so 2 Möglichkeiten gibt. Das habe ich mir jetzt einfach eingeschnitten und dann kann ich das so umklappen, weil ich hauptsächlich Webbade benutze. Aber wenn ich eine Dehnbadewade mache, muss ich mir das Schnittmuster nicht neu zuschneiden. Ah, Feli Gerd, typischer Fall von Wer zuletzt lacht. Ja, da muss ich sagen, 100 Punkte an der Stelle für meinen Mann. Gut. Einmal, wo sind die anderen Gewichte? Weg, weg, weg. Hier. Heiliger Bimbam. Dann noch einmal das Ding hier mal holen. Oh. Ich habe ja gerade meinen Mann auf dem Ohr, falls ich irgendwas verseppel. Und ganz ehrlich, der hat mir gerade einen Flachwitz erzählt. Und der war so schlecht, dass noch nicht mehr ich mehr lachen muss. Wie nennt man ein Einhorn? Wie? Sag nochmal. Ein Einhorn, das kein Horn mehr hat. Ohne Horn, ein Einhorn ohne Horn, ein nicht mehr Einhorn. Oh wow. Oh wow. Der war so lustig. Okay, war schon ein bisschen lustig. So. Dann gehen wir mal wieder auf die Nummer 2. Zip, zip, zip. Ich muss gleich nochmal in den Chat schauen. Habe ich viel verpasst? Ich hoffe nicht. Die Lippi zu. Was ist denn die Lippi? Lippi, kenne ich gar nicht. T-Shirts für dich. Ich möchte auch noch T-Shirts nähen. Ich habe hier einen richtig tollen Stoff. Erinnert mich dann mal dran. Ich möchte euch mal fragen, was ich draus nähen soll. Ich bin mir nämlich noch richtig unschlüssig und das ist einer der Stoffe, wo man es nicht versauen möchte, weil man den so toll findet. Und ich schwenke da zwischen T-Shirt, Kleid und Langarmoberteil, wobei ich zu... Kennt ihr dieses blau-weiß gestreifte Oberteil von mir? Das habe ich oft schon mal in Videos gehabt und habe auch ein Video dazu gemacht, wie ich mir ein neues Schnittmuster aus dem erstelle. Ich überlege, ob ich das daraus mache nochmal. So. Kein Horn sagen. Oh, Savita, deins ist besser. Witzig als das Original. Tjo. So, diese Verringerungen. Gut, das kommt in die Füllkiste. Was trinken Führungskräfte? Oh mein Gott, Leitungswasser.
Sehr gut. Ein Einhorn ohne Horn ist ein Pferd, ja. Lippikleid von Melians kreatives Stoffchaos. Sehr witzig, ich habe ja in der Story, in der Insta-Story gefragt, welche Schnittmuster für Jungshosen ihr so mögt. Und ich weiß ja, aber richtig viele haben von Melians kreatives gesagt. Und ich kannte die seither noch gar nicht. Und ich habe mal so reingeguckt und die hat echt, echt schöne Schnittmuster. Hast du ein Bad genommen? Warum fehlt das? Oh. Herzenswerk, den Link findest du unter dem Stichtag-Videos auf dem Nädels-Kanal. Da ist der Link drin. Oder unter Sandras Video. Da ist es auch drin. So. Vorderteil. Rückteil. Und jetzt mache ich noch die Taschen und dann kann ich den Stoff schon mal wieder wegtun. Und dann hole ich den Stoff und ihr sagt mal, was ich daraus machen soll. Für mich. Das ist ein Stoff von Cotton Bee. Halt, das muss ich nicht doppelt nehmen. Und Cotton Bee muss ich jetzt auf jeden Fall noch weiter bestellen. Also ich finde, es ist nicht der billigste Stoff. Also man macht mit Sicherheit keinen Schnapper dort. Aber man kann halt echt alles machen, was man will. Ne? Einmal. Zweimal. Und ich brauche es nur einmal. Okay, das passt. Und oben habe ich nichts verändert, also muss ich auch die Tasche nicht verändern. Oh, Irene in Back to School. Nächstes oder übernächstes Jahr wahrscheinlich. Das war eins meiner ersten Videoreihen, die ich gemacht habe. Weil ich immer dachte, es muss ja immer ein nachfolgendes Thema sein. Ich hatte noch nicht so auf dem Schirm, dass man halt einfach mal machen kann. Oder auf dem Lust hat, ohne dass das zusammenhängt. Aber es kam gut an, deswegen möchte ich es auch wiederholen. Ich wollte dieses Jahr eigentlich zeigen, wie man eine Kindergartentüte macht. Und habe mich das ein bisschen erkundigt, auch von den Rohlingen und so weiter. Und fand es dann aber, wenn man es selber macht, unglaublich teuer für einen Kindergarten jetzt so. Und dann war ich beim Teddy gewesen und habe dann eine Paw Patrol Schultüte, nicht Schultüte, sondern Kindergartentüte gesehen, habe ich gedacht, meine Jungs werden mich lieben, wenn ich die kaufe. Und die hat auch wirklich, also die hat weniger gekostet, als mich ein Rohling im Internet kosten würde. Deswegen habe ich die mitgenommen, sonst hätte es nämlich zumindest ein Kindergarten-Video gegeben. Mutter des Jahres, ich weiß, aber that's the truth. Ich lese jetzt nicht vor, weil ich kann Flachwitze nicht vorlesen, sonst kriege ich einen Nachtflash. Aber lest mal, was die liebe Antonia von Monencia geschrieben hat. Übrigens, Monencia, du bist ganz in der Nähe. Wir müssen auch mal was zusammen machen. Ich weiß, du bist nur so ein paar. Ich habe durch dich jetzt einen neuen Friseur entdeckt übrigens. Habe ich gesehen, hat mir gefallen, muss ich einen Termin ausmachen. So, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Jetzt bin ich mit dem Stoff fertig. Fusselt aber auch nicht schlecht. Was war das denn ja? Was war der schlimmste, fusseligste Stoff, den ihr jemals hattet? Ich kann mich zwischen zwei kann ich mich nicht entscheiden. Die waren beide wirklich grausam. Und das Ergebnis danach umso schöner. Jetzt bei mir war es zum einen dieser Bart. Ich hatte auf dem Stoffmarkt in Würzburg hatte ich so einen Frottestoff entdeckt. Nee, Flauschnicki-Stoff, hätte ich eher gesagt, der beidseitig bedruckt war, also innen und außen ein anderes Motiv. Ich fand es so cool, daraus habe ich einen Bademantel gemacht, den gibt es auch, das Video gibt es auch hier auf dem Kanal. Und oh mein Gott, ich musste wirklich so viel Staubsaugen zwischendrin, es war unfassbar. Und der zweite Stoff, der mich so ein bisschen an Rande des Wahnsinns getrieben hat, war von meiner Frau Sonntag, der liegt auch hier, so ein naja, es ist kein Teddy gewesen. Damit habe ich den Pullover Rudolf gemacht. So eine Art Fell. Oh, der ist so krass gefusselt. Das nervt ein bisschen. Das ist auch manchmal so eine Hemmschwelle, warum ich den dann nicht nochmal nehme. Weil ich mir denke, nee, so nicht. So, Stoff gleich wieder verräumt. Jetzt guckt mal. Der Stoff hier. Was soll ich aus dem machen? Ich habe extra so die Motive, bei Cotton Bee kann man sich ja aussuchen, wie groß die Motive sein sollen. Ich habe mir das extra ein bisschen größer genommen, damit es auch so richtig Statement ist.
Mir ist ein richtig cooler Spruch aufgefallen, bis ich den geschnallt habe. Shiro, also She-Hero, ne? Seht ihr das? Shiro statt Hero, fand ich richtig cool. Und daraus möchte ich mir was machen. Ich weiß nur nicht was. Ich glaube, ich tendiere zu dem Langarm-Oberteil. Wisst ihr, das hier so Overschultern hat? Oder T-Shirt oder Kleid. Ich bin auch gespannt, wie der sich trägt, weil das ist ja die Polyesterstoff, der eigentlich sich verhält wie Viskose. Mal gucken. Kostüm, Oversize Hoodie. Ja, Hoodie möchte ich nicht. Da habe ich schon so viele. Kleid, ja, Kleid habe ich auch überlegt. Aber ich glaube, ich will was Langärmliches, weil ich das dann das ganze Jahr anziehen kann. Und der fällt, denke ich, auch richtig schön. Also der verhält sich und fällt eher wie eine Viskose. Deswegen bin ich noch unschlüssig. So, jetzt ist noch ein Schnittmuster runtergefallen. Die schneiden wir jetzt noch zu, die Bündchen. Oversize, ja, auf jeden Fall Oversize. Ein Wichtel mit Fell genäht und wir brauchen einen Mundschutz. Ja. Oh. So. Was haben wir hier? Das verlängere ich jetzt auch um 1 Zentimeter. 1 Zentimeter? Von 104 auf 110. Das sind insgesamt 6 Zentimeter. 1 Zentimeter oben und unten verlängern. Das Beinbündchen. Ja, umkrempeln kann man es ja immer, gell? Ich mach mal 2. Ja, Hoodie, habt ihr recht, ist eigentlich nicht schlecht, aber ich habe schon so viele Hoodies. Deswegen wollte ich eigentlich keinen Hoodie machen. Wir haben ja ganz cool in unserem Shop unseren Mädels-Hoodie. Und wenn ich einen Hoodie anziehe, dann ist es meistens der. In dem fühle ich mich pudelwohl. Der ist super angenehm zu tragen. Deswegen fast ein bisschen Verschwendung, weil ich momentan den am liebsten trage. Ich versuche, meine Garderobe übrigens auf Minimalismus umzukrempeln. Und Minimalismus in dem Sinne, dass ich gern auch noch alles selbst genäht hätte. So Stückchen für Stückchen. Außer Jeans. Ja, außer Jeans. Was ist denn hier die Einheit? 2 cm. Zack. So. 10 Millimeter. Ein Hoodie-Kleid, ja. Das auch mal. Ich habe ein richtig schönes Buch von der Community bekommen. Das heißt Hey von Scandi Schick. Und da sind richtig, richtig tolle Schnittmuster drin. Bei der Helferparty waren auch ein paar, die anfangen wollen zu nähen. Und die hatten gleich das Buch in der Hand und wollten unbedingt ein paar Teile daraus genäht haben. Vielleicht finde ich da auch noch was drin. So. Jeanshose. Ja. Katastrophe, nie wieder. Es gibt einen tollen Jeans-Hose-Workshop von, ach, wie heißt der denn? Die macht jetzt nichts mehr mit Nähen, aber der Workshop und die Videos sollen so gut gewesen sein. Nicht von langer Hand, die macht ja noch alles. Ach, wie heißt der denn? Ah, ich komme nicht auf den Namen. Und die sollen einen Jeans-Workshop gemacht haben, der richtig, richtig gut ist. Irgendwie. Wenn ich so einen Kurs mitmachen würde aktuell, Nähkurs online, dann würde ich, glaube ich, bei der Inge einen mitmachen. Sandra hat da schon mal einen mitgemacht. Inge von Inges Nähatelier, die habe ich auf der H&H kennengelernt. Und ich wusste, ich kannte Inge nicht. Ich wusste auch nicht, dass die in der TV-Show war. Und so, ich dachte irgendwie, die gehört zu Güdermann, weil es am Güdermann-Stand war. Und bei der war ich ja dann unter der Nähmaschine gelegen, am Güdermann-Stand. Und die so Zucker und die hat so eine Ausstrahlung, das kann man sich nicht. Boah, Wahnsinn, die Frau hat mich geflasht, bei der würde ich einen Nähkurs machen. Und ich glaube, die hat auch einen für Jeans nähen. Ich weiß, sie hat einen für Kostüm nähen, für den hatte ich mich schon mal interessiert. Was haben wir noch? Oversize Hoodie Kleid, Jumpsuit, La Blouse von Pedilou. Mhm, kenne ich gar nicht. Ja. Da ist auch jemand am Minimieren und am Selbstgenähtes zu tragen, ich auch. Beim Wasserfallausschnitt sieht man das Muster nicht mehr so gut. Ja, das stimmt.
die Pingelige von der Nähsendung mit Guido. Ich weiß nicht, sie hat auf jeden Fall die Nähsendung mit Guido gemacht. Ich weiß nicht, also ich habe das nicht gesehen, aber ich kann euch sagen, wenn sie pingelig war, kann ich mir sehr gut bei ihr vorstellen. Aber sie hat es halt auch einfach drauf. Also auch wenn man mal ihr auf ihrem Profil folgt, das sieht alles so genial aus. Und da gibt es auch halt ganz viele, die dann Kleid nähen, dass es jedem passt. Ne? Und wenn man dann, egal welche Figuren, was man sieht, die bei ihr sind, ob jetzt großer Busen oder unten üppiger oder ganz schmal, jedes Kleid, und es ist immer das gleiche Kleid, das ist immer das Kleid, das man an sich anpasst, ist halt bis jetzt bei jeder gut aus. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es pingelig ist, aber das ist ja gut, weil dann lernt man ja auch viel. Ne? Also zumindest meine Einstellung. Die Inge ist einfach klasse. Die hat's drauf, ja. Und ich kann euch sagen, in Natura, wie schon gesagt, ich wusste nicht, dass sie von Verflixt und zugenäht ist. Ich dachte, sie ist halt jemand von Gütermann und ich war da mit Sandra und mit Nico von Kurzwarnland und dann haben wir halt so ein bisschen gesprochen mit ihr und zwar, oh, also in die verknallt man sich, wenn man die vor Ort sieht. Die ist so süß, also ehrlich. Habe ich das jetzt um 2 Zentimeter verlängert? Ja, oder? Nein, wir werden sehen, wenn wir nähen. Vor lauter Schnattern. Das muss ich im Stoffbuch. Ja, muss ich im Stoffbuch zuschneiden. So. Jo. Und ich weiß, bei Makers gibt es so ein paar Videokurse. Ich glaube, da gibt es sogar einen für 10 Euro. Und den will ich mir jetzt mal holen. So, habe ich. Danke, Elisabeth. Wenigstens einer passt auf. Ja, wenn man schnattert und so ein Gedanken ist, gell? Dann vergisst man das schon mal. So. Soll ich morgen um 20 Uhr mit euch weiter zuschneiden? Ich werde also jetzt noch den hier zuschneiden, den Jersey, den Rip Jersey, den Ruffle Jersey und ich werde noch eventuell meine Upcycling-Projekte zuschneiden. Alternativ könnte ich auch zuschneiden und morgen mit euch direkt anfangen zu nähen. Was ist euch lieber? Ist es zu langweilig, wenn wir morgen nochmal zuschneiden oder nicht? Inge im Blabla-Café, die Videos. Ah, ich habe das System vom Blabla-Café. Es tut mir total leid, wenn ich das jetzt öffentlich sage, aber ich habe es noch nicht so richtig geschnallt. Also Blabla-Café ist mir klar ein Begriff und ich habe das auch schon öfters gesehen und verfolgt. Die Vivian war ja auch mal da von Bags and Pieces und so weiter. Habe ich mir alles angeschaut, aber ich habe es noch nicht kapiert, das System, ne? Das sind Zuschauer und aber auch manche Profis oder nicht, oder die kaufen sich ein oder nicht. Ich hab's noch nicht geschnallt. Ich finde es interessant, aber das Konzept ist es ARD, habe ich dann gesehen. Dann kaufen die sich im Studio ein. Also ich check's noch nicht. Falls ihr mich da aufklären könnt, sagt das mir mal. Gesehen habe ich es mehrmals schon. Finde ich sehr interessant. Dann, was habe ich? Patchworken habe ich mir auch oft dann angeschaut. Und eins, was war da? Da haben sie auch eine Bluse genäht, auch so oversize. Ich finde es ja immer interessant, Schnittmuster zu sehen, wenn man auch mal Brüste hat, ne? Also dieses Gandhi-Buch, das sind so viele schöne Schnittmuster, wenn man halt etwas flacher ist, gell? Das sieht dann halt einfach nur dämlich aus, wenn man eine große Brust hat. Da muss man immer vieles abändern. Und da gab es auch so eine Sendung eben für größere Größen zu nähen. Fand ich auch super spannend. So, das legen wir auch wieder zusammen. Welche Größe hatte ich jetzt ausgestellt? Ich sage jetzt mal, das ist 110. 104, 110. Jetzt sagen wir 104. Machen wir gleich das Label rein. Stift. Zack. Also das ist noch ein bisschen von der Ergonomie, das war natürlich schöner bei mir. Ich hatte zwar einen kleineren Nähbereich, da war ich quasi hier gesessen und habe mit euch gesprochen. Hier hatte ich einen kleineren Platz, aber da waren meine Nähmaschinen. Und hier war quasi alles als an Aufbewahrung. Und den Nähturm, was ich euch im letzten Live gezeigt habe, den hatte ich hier unten drunter. Das heißt, ich musste eigentlich diesen Ball nicht verlassen. Das ist noch ein bisschen anders, ne? Aber naja, so bleibt man fit. Das war jetzt die Größe 104, ne? 104. Zack. Also, jetzt schaue ich mal, was ihr noch geschrieben habt. Oh, seht ihr mich noch? Bin ich auf der 1? Ja. Gut. Schneid ruhig zu. Nähen bitte. Gerne nähen, nähen, nähen. Okay. Nähen, nähen, nähen. Nähen, gerne nähen. Zuschneiden und nähen.
zwischendurch mal nähen. Ja, dann würde ich sagen, dann könnte ich vielleicht auch einfach morgen die Hosen, die ich jetzt schon habe, das heißt diese Knickerbocker und die, was habe ich denn hier zugeschrieben? Die Pumphose, morgen nähen. Und dann mal schauen, wie lange ich dafür brauche mit dem Schnatter nebenher und mit dem Aufdrehen, weil ich es nämlich dann mit Sicherheit versemme. Und wenn da noch Zeit ist, dann schneide ich die nächsten einfach schon zu. Und mache heute die Schnittmuster und bereite mir die Schnittmuster noch vor den nächsten Größen. Oder? Ist das ein Plan? Dann würden wir uns morgen 20 Uhr sehen und ich nähe diese beiden Hosen. Also wer mitnähen möchte, ich stelle gleich nochmal die Schnittmuster unten rein. Das ist einmal die Liebstes Pumphose und das ist einmal die Einfältig von Pigelli. Ich weiß nicht, warum ich immer Piccadilly sage. Pigelli. So, dann schauen wir mal. Dort wird live genäht. Es gibt eine Podcast-Folge von Sue Simbe, wo eine vom Blabla-Café zu Besuch ist und darüber erzählt. Ah, das finde ich interessant. Die muss ich mir mal anhören. Sandra und ich haben ja tatsächlich auch schon sehr lange überlegt, ob wir einen Podcast machen sollen. Aber wir wissen nicht so richtig, was da Themen sein können, weil wir denken, das muss ja irgendwie auch ein Mehrwert sein. Hört ihr euch Podcasts an, weil ich finde, es gibt sehr, sehr wenige übers Nähen. Oder ich kenne nur die falschen. Ich höre mir immer Weiberschreck an, aber das ist ja auch eher so Nähhistorie und nicht jetzt Alltagsnähen. Ah, Fliegen! Oh. Ich habe bald ein neues Nähzimmer. Ja, das dauert aber und das Nähzimmer wird ja dann nur noch größer. Also jetzt sind es, wie viele Quadratmeter werden das jetzt hier sein? Ich weiß nicht, vielleicht 8 oder 9? Und da sind es dann 50. Also ich glaube, die Wege werden einfach nur weiter. wo läuft das? Kenne ich nicht. Blabla Café. Ich schaue es halt immer im Internet auf YouTube an. Da läuft es. Auch eine Live-Sendung. Genau. Genau, hier schreibt es auch die Renate. Blabla Café alle 2 Wochen live bei YouTube. Guter Plan. Sehr schön. Nichts geht ohne Podcast. Interessant. Ich brauche Bilder, Videos, Podcasts und nicht zum Eins. Naja, eine Idee wäre natürlich auch, dass Sandra und ich live gehen und um irgendwas reden, wo man uns schon sieht. Und das Ganze kann man zusätzlich als Podcast hochladen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ihr seht schon, die Nähe zu Sandra, das ist ganz schlimm, weil da kommen noch viel mehr Ideen raus. Ines, du hast doch meine... Schick mir mal bitte den Link zu dem Sue Simbe und dann höre ich mir das heute Abend mal direkt an. Mädels-Podcast. Ja, wir haben auch überlegt im neuen Studio, ich spoilere jetzt einfach schon mal, Sandra ist ja nicht da, die kann nichts sagen dagegen, deswegen spoilere ich. Da gibt es so eine kleine Ecke, ich würde es jetzt mal eine Blabla-Ecke nennen, nein, natürlich nicht, aber eine kleine Rede-Ecke und da haben wir uns auch schon überlegt, ob man sich quasi immer so Gäste einlädt, mit denen man dann einfach quatscht. Gäste oder vielleicht auch Community. Weil ich finde, jeder hat ja so seine eigenen Näherfahrungen und ich finde es immer spannend zu sehen, wie andere Probleme lösen oder es gibt ja ganz viele verschiedene Arten, auf die richtige Lösung zu kommen beim Nähen. Ne? Also sowas wäre eigentlich nicht die O-Näh-Sendung. Ja. Wenn ihr einen Podcast macht, höre ich auf jeden Fall rein, aber nichts geht über euer Live. Das stimmt schon. Also wir zwei. Das Witzige ist, dass Sandra und ich ja das letzte Live, wo wir zusammen waren, da waren ja ultra viele Leute auch dabei. Und es war ja gar nicht geplant und wir bereiten uns auch überhaupt nicht vor, sondern wir setzen uns hin und dann schauen wir mal, was wir machen. Ne? Und so ist es auch immer, wenn wir uns treffen. Also es ist da hier nichts gespielt oder irgendwas, wenn wir uns treffen. Es ist ultra, ultra lustig. So, okay, gut. Ich glaube, es gab keine Fragen mehr. Wenn ich irgendwas überlesen habe, dann gerne jetzt schreiben, weil es ist gerade ruhig am Chat und dann überlese ich es mit Sicherheit nicht. Ich werde jetzt hier erstmal wieder mein Chaos beseitigen. Ich werde meine Schnittmuster für morgen vorbereiten. Und dann denkt dran, ich glaube, um 18 Uhr ist Sandra live. Ich meine, es ist 18 Uhr. Dann schaut erst zu Sandra um 18 Uhr. Ich schätze mal, es geht bis 19 Uhr oder 19.30 Uhr. Dann könnt ihr noch ganz schnell irgendwas essen oder trinken. Und dann könnt ihr um 20 Uhr hier bei mir live dabei sein. Da werde ich dann einmal die 2 Hosen nähen. Und wenn noch Zeit ist, die nächsten zuschneiden und vielleicht auch reparieren. Vielleicht repariere ich auch die 2 mit den Löchern. Das steht ja auch noch an. Genau. Gut. Namira ist dabei. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ich gucke mal, ob noch irgendeine Frage war, die ich überlesen habe. Ich denke nicht. Aber dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag.
Danke, dass ihr so spontan beim Live dabei wart. Das hat mich riesig gefreut. Und dann sehen wir uns morgen 20 Uhr. Halt Nähsachen bereit oder essen, trinken, wie auch immer. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz, ganz schönen Sonntag. Bis dann.